Die oberste EU-Behörde, also die Europäische Arzneimittelagentur, hat jetzt in einem offiziellen Brief die brutale Wahrheit über die Corona-Impfung aufgedeckt. Die EMA sagt, dass die Impfung niemals zur Bekämpfung von Infektionen und Inzidenzen auf den Markt gebracht wurde. Und die EMA erklärt weiter, dass die Impfung ausschließlich für Risikogruppen gedacht war und auf gar keinen Fall für eine Massenimpfung in der Bevölkerung. Und das, meine lieben Zuschauer, steht wirklich im kompletten Widerspruch zu unseren Medien und zu unserer Bundesregierung. Mit diesem Brief der EMA fliegt jetzt auf, dass uns unsere Bundesregierung von Anfang an komplett belogen hat. Und das ist bei Weitem noch nicht alles, weil in diesem Brief der EMA gibt es noch weitere schockierende Nachrichten. Und daher alle Infos und die Inhalte dieses Briefes in diesem Video. Los geht's! Alter Schwede, heute gibt es ein richtiges Skandalvideo und der ganze Betrug mit der Corona-Impfung fliegt jetzt auf. Ich meine, in den letzten Jahren und letzten Monaten waren ja schon einige Lügen aufgeflogen und Lauterbach musste einige Fehler einräumen. Ja? Und auch die ganzen Impfnebenwirkungen steigen jetzt stark an und auch die ersten Klagen gegen die Impfstoffhersteller werden gewonnen. So langsam nimmt die ganze Aufklärung um den Corona-Betrug Fahrt auf. Und in dieser Woche gab es jetzt wirklich das sprichwörtliche politische Todesurteil für diese ganze Impfmafia. Eine Gruppe von EU-Abgeordneten hatten nämlich einen Brief mit kritischen Fragen an die Europäische Arzneimittelagentur geschickt und diese Woche kam die Antwort. Und die Antwort ist wirklich schockierend. Und die Europäische Arzneimittelagentur ist jetzt nicht irgendwer, sondern es ist die oberste EU-Behörde und sie war für die Zulassung des Corona-Impfstoffes zuständig. Auf Wikipedia steht, die Europäische Arzneimittelagentur EMA, Englisch für European Medicine Agency, ist eine Agentur der Europäischen Union, die für die Beurteilung und Überwachung von Arzneimitteln zuständig ist, also auch für die Impfung. Und genau diese oberste Behörde, die EMA, hat jetzt die Antwort auf die kritischen Fragen der EU-Abgeordneten geschrieben und in einem Video lesen diese EU-Abgeordneten jetzt die brutalen Antworten vor. Und das Ganze ist zwar auf Holländisch, aber es hat deutsche Untertitel und deswegen schauen wir uns jetzt mal ein paar Ausschnitte aus diesem Video an und ich verspreche dir, du wirst echt vom Stuhl fallen. Deswegen halte ich auf jeden Fall sehr gut fest. Ich ga von start, dames und Herren. Afgelopen Maand schreef ich mit Joachim Kuhs und noch 6 Kollegen von het Europees Parlament einen Brief an de EMA. Het Europees agentschap dat verantwoordelijk is voor de toelating van geneesmiddelen op de Europese markt. En daarin vroegen wij opheldering over de vele problemen rond de COVID-vaccins. En deze problemen zijn zo groot dat wij de EMA vroegen om intrekking van de markttoelating. Deze maand ontvingen wij van de EMA een antwoord op onze brief. En dit antwoord bevat schokkende feiten. Wow, also der EU-Abgeordnete spricht von schockierenden Fakten und das von der obersten EU-Behörde höchstpersönlich. Na, dann bin ich mal richtig gespannt. Als erstes geht es um das Thema Ansteckung, Infektion und Inzidenzen. Allererst stellt die EMA explizit, dass sie die Corona-Vaccins allein und ausschließlich auf den Markt heeft zugelassen für individuelle Immunisation und absolut nicht voor beheersing van besmetting en absoluut niet voor het voorkomen of verminderen van besmettingen. En dit is vernietigend voor regeringen die vol op het campagneorgel zijn gegaan met de boodschap je doet het voor een ander. Niets daarvan klopt. Niet alleen had de EMA de vaccins helemaal niet toegelaten om besmettingen tegen te gaan, de EMA gaat nog verder en verklaart in haar antwoord, en ik citeer, EMA's beoordelingsrapporten over de toelating van vaccins benadrukken het gebrek aan gegevens over besmettelijkheid. Met andere woorden, de vaccins waren niet bedoeld voor het voorkomen van besmettingen en er zijn al helemaal geen gegevens die onderbouwen dat de vaccins helpen tegen besmettingen. Alter Schwede, also das ist wirklich der Super-GAU für unsere Regierung und das hat das Potenzial, unsere ganze Regierung für viele Jahre ins Gefängnis zu bringen. Die EMA selbst, also die, die den Impfstoff zugelassen haben, sagten von
Anfang an, dass die Impfung nicht vor Ansteckung schützt. Sie schützt weder vor der eigenen Ansteckung noch vor der Ansteckung anderer. Und das, meine lieben Zuschauer, ist ja eine Tatsache, die bereits in den letzten Monaten und sogar Jahren aufgeflogen ist und wonach Gesundheitsminister Lauterbach ja massiv zurückrudern musste. Aber sowohl Gesundheitsminister Lauterbach als auch die Medien betonten immer, dass dieser Fakt erst jetzt nach kurzem bekannt wurde, nachdem die Impfung jetzt lange im Umlauf war und man in der Praxis gemerkt hat, dass die Impfung doch nicht so richtig vor Ansteckung schützt. Ja? Und genau deswegen stoppte man dann ja später den Lockdown und auch die 2G- und 3-Regelung. Aber jetzt, meine lieben Zuschauer, hat die EMA höchstpersönlich bestätigt, dass dieser Fakt, dass die Impfung nicht vor Ansteckung schützt, bereits von Anfang an bekannt war, vom ersten Tag der Impfung. Die EMA schreibt ganz deutlich in diesem Brief, dass die Impfung niemals dafür gedacht war, vor einer Infektion zu schützen. Ja? Die EMA stellt ausdrücklich klar, dass die Impfung keinesfalls zur Infektionsbekämpfung und schon gar nicht zur Vorbeugung oder Reduzierung von Infektionen auf den Markt gebracht wurde. Boah. Oh mein Gott. Also das ist jetzt wirklich das politische Todesurteil für die ganze Merkel-Regierung und auch die neue Ampel-Regierung. Die EMA und somit auch die Regierung wussten also von Anfang an, dass die Impfung nicht vor der Infektion schützt. Das heißt also, diese ganze 3G-Kacke und später noch die viel krassere 2G-Kacke waren kompletter Schwachsinn und vollkommen gesundheitlich unbegründet. Aber unsere Politiker haben uns einfach kackendreist ins Gesicht gelogen und massive Hetze betrieben. Hier nochmal der Ausschnitt von unserer Bundeskanzlerin Merkel und von Olaf Scholz. Und deshalb sage ich allen, die noch unsicher sind, ob sie sich impfen lassen sollen: Eine Impfung schützt nicht nur Sie, sondern auch immer jemanden, dem Sie nahestehen, der Ihnen wichtig ist, den Sie lieben. Ganz klar heißt das auch, dass wir Einschränkungen brauchen, insbesondere für diejenigen, die sich nicht haben impfen lassen. Denn darüber gibt es gar keinen Zweifel. Man kann das ganz konkret sehen, dass heute uns alle beeinträchtigende Infektionsgeschehen rührt von den Ungeimpften her. Und das waren jetzt mal nur die beiden Ausschnitte von unseren Staatsoberhäuptern. Die Aussagen zum Beispiel von Lauterbach, der ja sagte, dass bis nächsten Frühling alle geimpft, genesen oder verstorben sind, von sowas will ich gar nicht erst anfangen. Aber deswegen müssen wir jetzt ganz deutlich sagen, jeder, der behauptet hat, dass die Impfung gegen Infektion schützt, hat bewusst gelogen. Jeder, der behauptet hat, dass wir die Inzidenzen mit der Impfung runterbekommen, der hat ebenfalls bewusst gelogen. Jeder, der 3G oder später sogar 2G gefordert hat, der hat bewusst gelogen und sogar Volksverhetzung betrieben. Und jeder, der sogar eine Impfpflicht wegen den Inzidenzen und den Infektionen oder von der Ansteckung gefordert hat, der hat ebenfalls bewusst gelogen. Die EMA hat jetzt offiziell bestätigt, dass diese ganze Inzidenzen-Sachen in Bezug auf die Impfung eine Lüge war und von Anfang an bekannt war. Alle Politiker wussten das und haben uns schmutzig ins Gesicht gelogen. Und mit Hilfe dieser ganzen Lügen haben die Politiker ihre ganzen Maßnahmen durchgesetzt. Sie haben uns die Freiheit weggenommen, unsere Gesellschaft gespalten und massive Volksverhetzung betrieben. Und weil die Wahrheit, wie jetzt ja bestätigt, vorher bekannt war, waren das also vorsätzliche Straftaten und alle Politiker gehören ins Gefängnis. Aber pass auf, dabei bleibt es ja noch lange nicht. Der Brief der EMA geht sogar noch weiter und es gibt noch weitere Schocknachrichten. Maar helaas wordt het nog erger. De EMA zegt, de vaccinaties zijn uitsluitend voor de bescherming van het gevaccineerde individu. En voordat het individu, de patiënt, gevaccineerd wordt, moet, en ik citeer opnieuw de EMA, alle veiligheidsinformatie zorgvuldig worden overwogen alvorens een vaccinatie toe te dienen of aan te bevelen. Je mocht dus alleen in aanmerking komen voor een vaccinatie nadat een arts had vastgesteld dat dit in jouw geval verstandig was. En omdat vrijwel niemand onder de 60 jaar de kans liep op serieuze complicaties door het coronavirus, zou er op een enkele uitzondering na niemand, maar dan ook niemand onder de 60
gevaccineerd behoren te zijn. Wow, das wird ja immer besser. Die EMA sagte von Anfang an, dass die Impfung maximal für Risikogruppen gilt, aber nicht für die ganze Bevölkerung. Eine generelle Impfung für quasi alle Nicht-Risikogruppen, also alle unter 60, wird nicht empfohlen. Die EMA sagt ganz klar, dass die Impfung eben keine Massenimpfung ist, sondern nur für Risikogruppen sein soll. Und im Zusammenhang mit dem Wissen, dass die Impfung eh nicht vor Ansteckung hilft, macht das ja auch durchaus Sinn. Also auch hier erneut. Alle Politiker und Medien, die gesagt haben, wir müssen die ganze Bevölkerung impfen, die haben uns schmutzig ins Gesicht gelogen, weil eine Massenimpfung sogar gegen eine Empfehlung der EMA war. Und wie krass das Ganze damals abging, das konnte man bei unserer grünen Vorzeige-Impfsoldatin Katharine Schulze sehen. Schau dir nochmal diesen kurzen Ausschnitt an. Impfen bedeutet Freiheit und Impfverweigerung schränkt unsere aller Freiheit ein. Und deswegen habe ich auch keinerlei Verständnis für Verschwörungsschwurbler, für Wissenschaftsfeinde und Corona-Leugner. Boah ey, also da wird mir richtig übel, wenn ich diese Impfhetze vor dem Hintergrund des EMA-Briefes sehe. Aber pass auf, das ist immer noch nicht alles, es geht noch weiter. Und es wird noch ärger. Um die Veiligkeit von den Vaccins zu beurteilen, war es für die EMA essentiell, dass Beiwerkungen gut zouden worden geregistreerd. Und die EMA sagt hierover, wir verwachten viele Rapportages von Beiwerkungen, die optreden, tijdens of kort nach der Vaccinatie. Unglaublich, also da fehlen mir echt fast die Worte. Selbst die EMA sagte, dass sie viele Impfnebenwirkungen während oder kurz nach der Impfung erwarten. Und was hat unser Gesundheitsminister Lauterbach damals gesagt? Schaut's noch mal an. Die Impfungen sind hart. Mehr oder weniger nebenwirkungsfrei. Also das musst du dir echt mal vorstellen. Die EMA, also die oberste Impfbehörde der Europäischen Union, sagt, dass sie viele Impfnebenwirkungen erwarten. Und unser Gesundheitsminister Lauterbach sagt im Fernsehen vor Millionen von Zuschauern genau das Gegenteil. Er sagt, dass die Impfung mehr oder weniger nebenwirkungsfrei ist. Das war eine glatte Lüge. Und aufgrund dieser Lüge haben sich ja viele Menschen impfen lassen und die haben jetzt vielleicht die Impfnebenwirkung. Also wäre ich so eine Person, dann würde ich Lauterbach jetzt bis in die Steinzeit verklagen. Ich meine, der kann sich jetzt nicht mehr rausreden mit, ja, das war ja alles neu und ich habe es nicht besser gewusst. Das ist komplett belogen. Wie dieser Brief von der EMA jetzt zeigt, das war alles von Anfang an bewusst. Also meine lieben Zuschauer, dieser Brief von der EMA, der schlägt jetzt wie eine Bombe ein und jetzt wird es richtig rum. Gehen. Es wird massenhaft Klagen gegen die Politiker und gegen die Medien geben und ich sage zu Recht. Die Politiker haben uns von vorne bis hinten komplett belogen. Die Politiker haben uns unsere Freiheit genommen. Die Politiker haben unsere Gesellschaft gespalten. Die Politiker haben massiv Volksverhetzung betrieben und die Politiker haben bezüglich der Nebenwirkung belogen und damit vorsätzlich unsere Gesundheit gefährdet. Die Politiker haben einfach richtig großen Mist gebaut und jetzt gibt's dafür die Quittung. Dieser Brief von der EMA ist wirklich das Todesurteil, das politische Todesurteil für die ganzen Politiker und jetzt wird es richtig rund gehen. Was sagt ihr denn zu diesem Brief von der EMA? Was wird jetzt mit den Politikern und mit unserer Gesellschaft passieren? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare unter dem Video.